0. Yay, ich habe da... Ich glaube, ich habe da ein bisschen asynchron gezählt. Naja, ich habe gedacht, dass es ein bisschen schneller vonstatten geht, aber irgendwie habe ich ein etwas anderes Zeitgefühl als die Zeit an sich. Da ist Ari, ich habe es schon die ganze Zeit gesucht. Jetzt kann ich im Verborgenen wandeln. Ja, na gut. Wir bringen die Stadt von innen zu Fall. Go, Ari, go. Ja, nicht nochmal Truppen anheuern. Muss der Versuchung widerstehen. Aber endlich erforschen wir die Zahnräder, das heißt, gleich können wir eine Steinmetzhütte bauen. Und die Steinmetzhütte wird uns definitiv helfen. Wir können dann auch die Bauernhöfe endlich ausbauen. Haben da nochmal 3 Plätze frei. Falls dann Leute bei uns reinkommen wollen in die Siedlung. Ja. Also ich weiß nicht, ich glaube so eine Steinmetzhütte. Ja. Können wir ja nachgucken, fällt mir gerade auf. Moment. Steinmetzhütte dürfte hier oben irgendwo sein. Da. Ah, schade, wird mir nicht angezeigt, wie viele Leute die brauchen. Hat's kurz gehofft, aber leider ist es nicht so. Und hier ist das Meer. Entschuldigung. Ah. Brauch auf jeden Fall einen Kaffee nach der Mission. Ja, natürlich. So, okay. Wir haben gleich die 1000 Gold erreicht. Fehlen da nur noch 500 Gold und dann haben wir die Mission auch endlich erledigt. Ich bin schon unterwegs. Wie ihr wollt. Ich bin gerade überlegen, ob wir die Banditen hier oben einfach mal verprügeln wollen. Das klingt für mich eigentlich nach einer ganz guten Idee. Truppen haben wir ja dazu. Wenn ihr wollt. Ich bin schon unterwegs. Und mal sehen, ob wir dann die Mission oder sowas irgendwie außer Kraft setzen können. Und dann so kommt, oh nein, die Banditen greifen an, aber dann können keine Banditen angreifen. Und dann ist die Mission kaputt, weil Banditen nicht angreifen können, weil sie nicht mehr gibt. Und dann... Ich bin schon unterwegs, sicher. Na gut. Keine Ahnung, ob sie damit überhaupt gerechnet haben, dass man die da oben entdeckt. Haltet. Ich meine, müssen sie ja eigentlich. Ja, ich bin schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs. Ist der jetzt nicht gerade gut versteckt oder so in die Richtung? Sicher. So, schauen wir uns mal ganz kurz ein bisschen hier um. Was ordentliches zu finden ist hier leider nicht. Zahnrad, da haben wir es ja. Sehr schön. Okay, das bedeutet nämlich, dass wir jetzt hier unten. Ups. Da. Wird erledigt. Ihr geht schon mal hier hin und du wirst direkt schon mal anfangen, einen Baumeister zu bauen. Aber gern. Ah, natürlich brauchst du 4 Plätze. Natürlich, ich meine, was auch sonst. Das heißt, dass wir genau einen verdammten Platz zu wenig haben. Sicher das? Jupp. Ja. So, okay. Ari, dich habe ich ganz vergessen mit zu unseren Helden zu schicken. Sicher. Ich bin schon unterwegs. Es wird wieder wärmer. Die dicken Mäntel können nun weg. Es regnet aber auch immer noch die ganze Zeit. Nee, jetzt nicht mehr, fällt mir gerade auf. Okay, er hat es gerade gesagt. Ich bin auch bescheuert. Das Gebäude ist ausgebaut. Yay! Haben wir ja jetzt unseren wundervollen Bauernhof. Habe ich jetzt 2 Bauernhöfe ausgebaut aus Versehen? Wie ist das denn passiert? Fertig, Meister. Das Gebäude ist ausgebaut. Da habe ich nicht aufgepasst. Zahlen ihre Steuer. Ein Steinmetz tritt in eure Dienste. Yay! Ja. All eure Wohnhäuser sind belegt, aber es gibt noch obdachlose Siedler. So, dann mal ab in die Schlacht, würde ich sagen. Siedler haben nichts zu essen. Und zerfetzt mir mal ein paar Banditen. Auf in den Kampf! Macht sie Oha. Nieder! Der Herr gebe euch Kraft. Ein Held ist in großer Gefahr. Streitet furchtlos! Bäm, Erik! Genau, fetzt sie weg. Sehr schön machst du das. Hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Habe ich wieder welche auf meine Seite gekriegt? Ja, ich habe wieder welche auf meine Seite gekriegt. Sehr schön, so mag ich das. Hehe. Das ist echt geil. Also so eine Banditen, diese Helden-Schar, die wir hier
rekrutiert haben, also die wir mittlerweile zusammengebaut haben, das wird immer mehr zu so einer Ein-Mann-Armee. Finde ich echt herrlich. Also, ich mach den Fehler die ganze Zeit, ich sage Ein-Mann-Armee, ihr wisst ganz genau, was ich meine. Ist ja logisch, jeder weiß, was ich meine. Ich habe ja dieses wundervolle Talent, dass ich mich komplett ohne irgendwelche Doppeldeutigkeiten ausdrücken kann. Das war sarkastisch. Aber pst. Und ja, sehr schön. Jedenfalls zerstören wir hier gerade die Motte. Und Dario oder Eric haben 1000 Taler. Oh mein Gott. Tatsächlich, wir schaffen es. Finde ich ja lustig, dass ich die ganze Zeit nach diesem blöden Ding gesucht habe und wir es dann ausgerechnet da finden. Aber wir müssen natürlich noch das Lager bauen, das wir noch nicht mal erforscht haben. Aber du kannst ja schon mal hier hintergehen. Es ist Zahltag. Und dich ein bisschen umgucken. Ja. Und unsere Heldenschar wird sich dann auch weiter daran machen, so Banditen zu verkloppen, die sie irgendwie vielleicht noch finden könnten. Man weiß ja nie, wer oder was uns hier so über den Weg läuft, mitten in der einsamen Wildnis von Barmessia. In Ordnung. In Ordnung. Wir kümmern uns darum. Es scheint, findet sich hier oben nichts, aber wir haben hier ein kleines süßes Tal und hier ist auf jeden Fall noch eine vergrabene Steinmine. Ja, Herr. So, hier ein kleiner Teich mitten in meinem kleinen Tal. Ist das nicht niedlich? Sofort. Finde schon. Echt süß. Forschung abgeschlossen. Ja, wir haben die Bildung erforscht und gehen direkt aufs Handelswesen. Kostet uns alles Geld, aber egal. Wir haben ja jetzt endlich wieder welches. Wie Heu. Ja, Herr. Das kann ich. Wir erledigen das. Gern. Ja, und damit haben wir auch hier schon mal diese Steinbruchgegend so ein bisschen erkundet. Wir kümmern uns darum. Das kann ich. Ich schicke euch einfach mal hier hin und du baust mir schon mal einen Marktplatz hier, also ein Lager hier hin. Das wird später zu einem Marktplatz erst. Du hilfst ihm einfach mal mit, das dauert mir sonst zu lange eventuell. Mal schauen. So, und ihr könnt euch auf den Rückweg machen. Sehr praktisch. Die haben wie viele sind da drin in dem Banditending? 2 Leute nur. Naja, egal. Können ja leider, wie gesagt, nicht aufgefrischt werden, wenn wir gegen, ich sage jetzt mal, menschliche Spieler, also gegen Leute, die halt auch unsere Einheiten benutzen, spielen können, dann ist das Ganze natürlich ganz anders. Verbessert die Rüstung von Schwertkämpfern und schwerer Kavallerie oder von Schützen, leichter Kavallerie und Speerträgern. Geil. Aber was wir jetzt eher machen werden, sind Schützen auszubilden und diese dann gleichzeitig auch noch aufzuwerten. Nein, das Aufwerten lassen wir, sonst haben wir kein Geld für die Einheiten. So, hier bauen sie schön am Lager weiter und danach haben wir auch direkt schon das Handelswesen erforscht. Obwohl, dauert ein bisschen. Meister. Nice, okay. Dann geht mal hierher und baut einfach mal einen Aussichtsturm, weil wir nie sicher genug sein könnten. Es beginnt zu regnen. Nein, oh mein Gott. Das hatten sie ja zum Glück lange nicht hier in der Gegend, ne? Das können wir ja froh sein, dass es endlich mal wieder ordentlich regnet. Jö, und da sind sie auch schön, unsere Bogenschützen rekrutiert. Wie ihr wünscht. Geschafft. Und dann bauen wir direkt das Handelslager aus. Yay. Damit dürfen wir alle Missionen erfolgreich abgeschlossen haben, ne? Fertig. Was habt ihr fertig? Ach ja. Aber gern. Bauen wir das Ganze direkt mal aus. So, bin mal gespannt, was passiert, wenn wir das Lager fertiggestellt haben. Wahrscheinlich wird jetzt gleich die Hölle über uns hereinbrechen. Wie immer. Es hat gerade schon geblinkt beim Dario. Habe ich das richtig gesehen oder habe ich mir das eingebildet? Ich habe gerade ganz woanders vielen hingeguckt. Vielen Dank. Ja, gerne doch. Man hat mir erzählt, der einzige Grund, warum die Kathedrale nicht fertiggestellt würde, ist, dass 10.000 Steine fehlen. Ach na dann. Dann ist ja alles gut. Im Westen sind einige Steinbrüche.
Vielleicht kann euch ein Mann, der auf den Namen Pilgrim hört, helfen. Ich dachte, diese Steinbrüche gehören Claycurt und deswegen... Okay, ja, ja, sucht einen Mann namens Pilgrim. Ihr findet ihn bei den Stonebreakings in the Southeast. Natürlich. Ich habe keine Ahnung, ob irgendwas passiert oder nicht. Ich mache das einfach nur, weil mir gerade langweilig ist. Und weil wir die Ressourcen dazu haben, bis auf die Steine, die haben wir eigentlich nicht, aber wir holen sie uns quasi einfach so knallhart. Ausbau abgeschlossen. Wir sind echt böse Leute. Bad Boys und so. Yo. Check it out. Uh-huh. Bad Boys. Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do? Come for you, Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do when you come for you? Uh-huh. Ja. Ich bin dann auch schon mal wieder ruhig. Naja, ich könnte euch Stein besorgen, aber dafür müsst ihr erst etwas für mich tun. Ne? Ich brauche ganz dringend Schwefel. Wenn ihr ihn mir besorgt, können wir vielleicht zusammenarbeiten. Bin mir sicher, dass da früher kein Schwefel war. Baut für Pilgrim den Chef der Steinbrüche eine Schwefelmine. Aber Claro doch, was sollte denn da schon schief gehen? Okay, und ich glaube, ja, ich weiß wieder, was ist. Ja, ja. Wir schicken die Leute schon mal hier hinter. Ihr werdet schon noch sehen, was, warum ich die da schon mal vorschicke. Ja! das wird lustig. Seid ja, hier ist die große Siedlung der Steinmetze. Ein kleines Wohnhaus und ein Bauernhof. Und zwei Steinbrüche oder drei und eine Steinmetzhütte. Und dann diese Anzahl an Unterkünften für die Leute. Ihr wisst, glaube ich, schon, warum ich hier ein bisschen vorbereitet sein möchte. Wenn's denn sein muss. So, ihr läuft gerade falsch. Ihr müsst nämlich hier lang gehen. Und da müssen wir die beiden Schwefelschächte bauen. Ah, hier ist noch einer zur Verfügung, aber den wollen wir nicht ausbauen. In Ordnung. So, und dann schauen wir mal ganz kurz, ob hier irgendwo Gegner in der Nähe sind oder so. Feiner Junge, du gehst auch schon mal hier hinter. Ja. Forschung abgeschlossen. So, und dann baust du mir eine Mine auf und dann baust du mir eine Mine. Alter Schwede, guck mal, wie viele Schwefelschächte es hier gibt. Wow. Ja, mein Herr. Nicht schlecht. Wir erledigen das. Ich hätte mal eine Zeit, aber ich habe überhaupt nichts, wo ich mir die Zeit angucken kann. Scheiße. Oh, eine Euer Truhe. Yay, Truhe. Dafür sind wir genau die Richtigen. Seid unbesorgt. Hier gibt's nichts mehr zu. Oha. Ja, da haben wir ja relativ ausgereizt, das Ganze. Hier haben wir 400 Steine hier oben. Nee, da würde ich die eigentlich nicht hinschicken. Da tun sie mir ein bisschen leid, wenn sie da oben am Arsch der Welt ihre Sachen abbauen müssen. Aber woanders finden wir einfach keine Steine mehr, ne? Da, 400 Steine. In einer etwas besseren Position. Okay, und meine Sorge, dass wir hier irgendwo auf schwarze Ritter treffen oder sowas, ist zum Glück unbegründet gewesen. Puh, Schwein gehabt. Das kann ich. Stein gehabt. Ha. 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 Oh mein Gott, bin ich. Oh nee, ey. Das tat weh. Das tat echt weh gerade. Es ist Zeittag. Nicht gut. Nie wieder. Never again. So, was ist eigentlich genau der Auftrag? Wir sollen eine Schwefelmine bauen. Ja, super. Und ich baue hier zwei, ich Vollidiot, ne? Fertig. Mit diesen Argumenten ließ sich Pilgrim überzeugen. Aus diesen Schwefelminen ließ sich hervorragender Sprengstoff herstellen. Yay. Pilgrim wuchs in einer Bergbaufamilie auf und war schon als Knabe mit dem Pulver vertraut, das man zum Sprengen benutzte. Yay! Schlichten Gemütes, aber selten geneigt, sich Befehlen zu fügen,
wollte er sich fortan an die Seite Darius stellen, um für das Alte Reich zu kämpfen. Yay! Er hatte außergewöhnliche und gar nützliche Fähigkeiten. Yay. Er konnte Felsen und sogar verdeckte Minen freisprengen. Yay. Okay, ich hör auf. Genau. Auch seine Vertrautheit mit den Bergen sollte der Gemeinschaft noch von Nutzen sein. Vielen Dank. Lasst uns bei Messia von nun an zusammenhelfen. Ja, sehr schön. Genau das ist es. Ich hab's gewusst. Ach ja, passt auf diese Räuber auf. Ich habe schlechte Erfahrungen mit ihnen gemacht. Ja, ich werde sehr stark aufpassen, dass da oben nichts passiert. So, genau. 25 Leute ohne Haus, ohne Betten, ja, oder irgendwas. Das ist das, wovon ich geredet habe. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Das ist das große Problem, das jetzt gerade auf uns zukommt. Schöne Scheiße. Nichts lieber als so, aber wir haben dafür jetzt sehr viele Steine und diesen ganzen Rotz. Der Tag der Abrechnung. Das bedeutet, dass wir einfach nur 10.000 Einheiten Steine ansparen müssen und dann haben wir es geschafft. Yay! Es regnet. Oh. Jo, deswegen würde ich jetzt am liebsten die Dinger ausbauen, aber es kostet uns Steine. Deswegen bauen wir einzelne Wohnhäuser, die uns nämlich einzeln keine Steine kosten. Ja, das ist, wie gesagt, das ist es. Du kriegst hier, auf einmal kriegt man da diese 3 Minen oder so zur Verfügung gestellt. Wie viel sind es? 1, 2. Ja, 2 Steinbrüche, wie gesagt, 1 Steinmetzhaus und dann auch halt noch diese eine Mine, die man eigentlich bauen soll. Wir haben sogar noch 2 gebaut, was es noch schöner macht für uns. Und alle hassen mich. Das ist es doch im Endeffekt. Aber keine Sorge, wir, sind ja relativ vorbereitet darauf gewesen. So gut vorbereitet, wie man halt sein kann. Fertig. Bist du fertig? Gut, der Junge. Jetzt nichts mehr. Wir haben alles abgebaut. Das ist auch egal, die Klappe. Noch obdachlose Siedler. Jupp. So, wir werden jetzt mal ganz kurz Pilgrim dabei zuschauen, wie er einen Steinbruch freisprengt. Ich bin fertig. Den hier. Da. Kann ich jetzt Feierabend nämlich machen. Bombe legen und dann. Das könnte ein bisschen lauter klicken werden. Wir darauf. So, du. Baut mehr Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Mann. Das ist ein bisschen frech, mein Freund. Ich mach schon alles, was ich machen kann hier. Guck mal. Ausbau vollbracht. Also, dass du mir dann hier auch noch irgendwelche dämlichen Befehle erteilst, das ist schon ein bisschen. Also, ne? Ich weiß ja nicht, was ich davon halte. Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Ich sagte, du solltest die Klappe halten. Ich weiß ja nicht, ob das irgendwie. Ah, jetzt haben wir gar nicht Pilgrim dabei zugesehen, wie er das Ding ja freisprengt. Ich find's auch gerade irgendwie nicht mehr. Doch, hier ist es. Och, ein Glück, dass der Typ am Arsch der Welt ist. Der muss sowieso noch eine Weile dahin laufen. Sehr schön für uns. Dann beobachten wir jetzt auch einfach mal dabei. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin? Da ist er. Ach, weil jetzt da unten. Warum? Hoffentlich klappt es trotzdem. Ja, es klappt. Sehr schön. Ein Steinbruch wurde freigelegt. Yay! Wenn ihr meint. Ja, ist gut. Gut. So. Ihr, du, genau genommen, baust, ein Haus. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Ey, was habe ich dir gesagt? Du sollst die Schnauze halten. Die Sonne kehrt zurück. Es wird Sommer. Aber gern. Schnell, Claycourt sammelt schon seine Truppen. What? Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ja, was soll ich denn machen, Amigo? Was soll ich denn machen? Denk mal kurz drüber nach. Ich habe nur 2000 Steine. Soll ich denn jetzt noch mehr Steine eure herkriegen? Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Fertig. Natürlich. Ja, dazu habe ich jetzt so gar keine Lust. Natürlich. Ja. Ja, keine Ahnung. Was soll ich machen? Baut mir ganz viele Steinmetzhütten. Irgendwas in die Richtung. Wird schon hinhauen. Ja.
und noch ein Wohnhaus. Ich bin total panisch. Ich sehe nicht mehr. Noch mehr Holz. Wir haben kein Holz mehr. Dass das mal passieren würde, dass wir kein Holz mehr haben. Es gibt zu wenig Betten in eurem Reich. Es gibt nicht genug zu essen. So, bin mal gespannt, wie viele jetzt kommen. Steuern und Sold werden gezahlt. Wird erledigt. Ja, ja. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir in die Schuhe zu schieben, wenn das Gebäude einstürzt. Okay. Ich habe damit nämlich nichts zu tun, ich war gar nicht da. Okay. Ich war gestern nämlich bei dieser netten, Lichtung. Okay. Habe Holz gefällt. Okay. Ist kein Problem. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Es gibt nicht genug zu essen. Schlag zuerst mehr Holz. Wie gesagt, ich werde noch aggressiv. Okay, sie wir haben das Einzige, was uns jetzt eigentlich noch fehlt, sind Plätze zum Nächtigen. Das ist schon mal sehr gut für uns. Ansonsten können wir die Steingruben noch ausbauen, sobald wir ein bisschen mehr Holz haben. Sollte jetzt kein allzu großes Problem sein, so wie die Bäume hier gerade wegfetzen. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Nein, aber du kannst Holz hacken gehen. Einige Siedler haben keinen Platz zum Nächtigen. Oh, ich habe noch mehr Leute angeheuert, als mir bewusst war. Hehe. Auch sehr schön. So, jetzt gucken wir mal zu, wie 15 oder 18 Leibeigene gleichzeitig einen Baum abholzen. Ich hab getan, was ihr wolltet. Das sieht dann ungefähr so aus. Ehrlich. Na, wie schnell ist er weg? Alle eure Wohnhäuser sind belegt. Aber okay, es gibt nice. Noch obdachlose Siedlungen. Ah, schön. Das Gebäude ist nun ausgebaut. Ja, das ging relativ schnell, muss man eure wirklich sagen. Eure Höfe produzieren nicht genug Essen. Na gut. Na gut. Ja, irgendwie werden wir sie hier schon hinstellen können. Du bist ausgebaut, du bist ausgebaut, du musst noch ausgebaut werden. Und dann seid ihr alle ausgebaut. Und ihr ausgebaut und ausgebaut für jeden. Yay. Ihr werdet alle ausgebaut von der mir. Tag der Abrechnung. Steuern und Sold. Aber wir kriegen jetzt auch ordentlich Kohle natürlich durch die ganzen Leute getan, dazu. Was ihr wolltet. Dann kannst du Holz hacken gehen. Ah, herrlich. So. Alle eure Wohnhäuser sind belegt. Ja. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Ganz im Ernst, sehe ich so aus, als ob mich das interessiert, was du da gerade zu labern hast. Ganz ehrlich, nein, überhaupt nicht. Mir geht's genau wie mit meinen Zuschauern bei mir. Und wir sind hier auch fast das fertig. War hier irgendwo nicht noch eine Steinmine? Da ist noch eine Steinmine. Alle Bauernhöfe sind belegt. Pilgrim, du faule Socke. Einige Siedler haben nichts zu essen. Jawohl! So. Das gibt ein feines Feuerwerk. Ausbau abgeschlossen. So, unsere Bogenschützen können aufgerüstet werden, fällt mir gerade auf. Das sind ja schon Armbrustschützen. Hey, hey. Auch nicht schlecht, okay. Können wir nämlich unsere Truppen mal, zurückbewegen, euer Wunsch ist mir Befehl. Um sie dann aufzurüsten. Fertig. All eure Wohnhäuser sind belegt. Aber es gibt noch obdachlose Siedler. Wir erledigen das. Ja, Herr. So. Ihr baut mir auf jeden Fall mal ein Dorfzentrum hier oben hin. Und dann haben wir noch einen einzigen verfügbaren Wohnhausplatz. Bauen wir einfach ein Wohnhaus hier hin und dann wird das alles schon in Ordnung sein. Ja, ist gut. Es regnet. Habe ich euch eigentlich schon gesagt, dass ihr für am besten eher Steine abhauen solltet? Da. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Ich habe dich nicht gekitzelt, ich habe dich gerade getötet. Aber okay, das kommt auch selber hinaus. So, und die Garnison haben wir ja, haben wir es auch fast geschafft. Schützen, schießen schneller und treffen besser, das gefällt mir doch. Oh, das ist... hier ist die Armee von Claycurt. Oh, scheiße. Mann, jetzt macht doch nicht so einen Stunk, Leute. Guck mal. Wir kümmern uns darum. Wir haben viel bessere Truppen und viel mehr und viel geiler und alles. Hey. Eure Gelegenheit hat eine neue Technologie erforscht.
Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Habe dich nicht gekitzelt, ich habe dich Nein, habe ich nicht. Okay. So, wir haben noch nicht mal die Hälfte von den benötigten Steinen. Scheiße. Brauchen den Flaschenzug. Für den Flaschenzug brauchen wir allerdings Steine. Deswegen können wir das nicht machen. Weil Steine brauchen wir so schon. Aber hallo zu Genüge. Okay, wo sind unsere ganzen Holzhacker hier hin? Die brauchen wir nämlich jetzt gar nicht mehr. Eure Gelehrten haben eine neue Technologie erforscht. Ihr Holzhacker geht jetzt nämlich Steine kloppen, sobald ich irgendwo mal Steine finde. Ach ja, genau. Nicht hier oben. Wo habe ich einen Pilgrim nochmal hingeschickt? Da habe ich Pilgrim hingeschickt. Wenn's denn sein muss. Der Typ rennt auch durch die Gegend, ohne eine Ahnung zu haben, wo er eigentlich genau jetzt nochmal hin möchte, oder? Keine Angst. Ich glaube, hier habe ich ihn hingeschickt. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. So, du gehst, ja. Hier hin. Und ihr drei habt hier das Dorfzentrum gebaut. Sehr gut. Es ist Zahltag. Ihr drei könnt schon mal hier hingehen. Okay, und wir haben die Hälfte der Steine fertig. Puh. Ganz ehrlich, können wir nicht mal mit den Händlern sprechen, um sie dazu zu überreden, uns ein paar Steine zu geben? So gemein seid ihr. Forschung abgeschlossen. Lasst mich bitte meine Arbeit machen. Ich mach das schon. Ja, ja, ich lass dich doch deine Arbeit machen. Ganz ruhig, mein Freund. Der Sommer kehrt zurück. So, guck mal. Schauen wir unseren Hauptmänner mal bei der Arbeit zu hier. In Ordnung. Ja, Herr. Wir kümmern uns darum. Toll sieht das aus. Und wir haben 6000 Steine schon mal. Jetzt geht's langsam voran hier. Mit dem Steine kloppen. Ja! Wird erledigt. Nichts lieber als... Wenn die Kathedrale nicht rechtzeitig fertig ist, wird Clay Court wohl bald angreifen. Ja. Das müsst ihr unbedingt verhindern. Könnt ihr nicht einmal einen anderen belästigen mit eurem Rumgeschubse? Natürlich. Ja, weißt du, wer mich hier gerade belästigt? Dieser andere Heini, der hier die ganze Zeit so einen auf Berater macht. Der belästigt mich, sag ich euch. Mit seinem Rumgeschubse aber. Hallo. Nichts lieber als das. Kein Problem. Nichts lieber als das. Ah, ja, das habe ich blöd gebaut. Oh, aber hier ist auch bescheuert. Hier sind gar keine Plätze zur Verfügung, wo man ein Haus einbauen aber gern. Kann. Machen wir es einfach da unten. So. Kein Geld. Hey. Nice. Jawohl. Ja, Herr. Ah, die haben nicht genug Truppen gehabt. Ja, mein Herr. Schade. Wie ihr befehlt. Ja, Truppen ab. Es gibt zu wenig Zeug abbauen. Betten in eurem Reich. Oh, halt die Klappe. Eure Bauernhöfe produzieren nicht genug Essen. Wie sieht's aus? Claycourt sammelt seine Truppen. Ey, wie soll man das denn machen mit dem Steinzeugs? Wir kloppen auch schon so viele Steine, wie nur geht. Und alles. Und opfern uns hier total auf. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Nee, wir müssen hier hinten erst noch einen Bauernhof bauen. Okay, kann ich euch Überstunden anordnen? Ja. Ihr habt getan, was ihr wollt. Ein schöner Ort, um tätig zu sein. Ja, nicht mehr lange, mein Freund. Nicht mehr lange. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Nicht abreißen, das wäre jetzt noch der Hammer gewesen. Einer eurer Bergmänner ist sehr traurig, weißt, wie weil er Überstunden machen muss. Ein Bergmann beschwert sich, weil er Überstunden machen muss. Das interessiert Einige mich Siedler nicht. Siedler haben keinen Platz zum Nächten. Das interessiert mich alles nicht. Mein Reich geht vor die Hunde, aber Hauptsache, wir verhindern diesen bescheuerten Krieg. Einer eurer Steinmetze ist sehr traurig. Weil er Überstunden machen muss. Ja. Ein Steinmetz beschwert sich, weil er Überstunden machen muss. Schön, wie er das immer so sagt, so weil er Überstunden machen muss. Weil er Überstunden, weil er Überstunden machen muss. Ein Steinmetz verlässt eure Siedlung, weil er Überstunden machen muss.
Weil er Überstunden machen muss. Weil er Überstunden machen muss. Ja, weil er Überstunden machen muss. Ey, ich träume noch davon, von diesem bescheuerten Spruch. Weil ich Überstunden machen muss. Komm schon, wir haben es fast geschafft. Ein Bergmann beschwert sich, weil er Überstunden machen muss. Ein Bergmann zieht fort, weil er Überstunden machen muss. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ein Steinmetz beschwert sich, weil er Überstunden machen muss. Ah, oh, ich liebe es. Okay. Ich denke mal, das reicht mit Überstunden. Ein Steinmetz verlässt eure Siedlung, weil er Überstunden machen muss. Schön, es ist, oh, Entschuldigung, ich kann es nicht lassen, es ist zu schön. Okay, ich denke mal, damit haben wir sie alle wieder, Ein Bergmann beschwert sich, weil er Überstunden machen muss. Guck mal, wir setzen die Steuern auf niedrig. Dann habt ihr weniger Grund, euch zu beschweren. Guckt euch das mal an, Alter. Ihr bricht gleich Krieg aus, wir haben die Mission gleich verloren. Scheiße, kommt schon, wir haben es fast geschafft. Hier gibt's nichts mehr zu holen. Wo gibt's nichts mehr zu holen? Es gibt immer was ein zu holen. Bergmann zieht fort. Was? Weil er Überstunden. Hab ich euch vergessen? Entschuldigung. Zu schön. Ja. Da. Aber gern. Nichts lieber als das. Okay, ihr seid da. Ah, hier sind noch Steine. Oh. Sehr schön. Oh, 2000 Steine zu kloppen. Warum sagt mir das keiner? Okay, wir haben es fast geschafft, wir haben es fast geschafft. Kommt schon, 9500. Es regnet. Ja, das interessiert mich nicht. Die Steine können meinetwegen auch nass werden. Hauptsache, sie kommen an bei der bei der Kathedrale, ey. Ah, komm schon. You can do it, my friend. You can do it. I believe in you. I totally believe in you. Komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, halt die Klappe, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Der Dom von Barovia war vollendet. Der neue rechtmäßige Herrscher konnte nun mit einer feierlichen Zeremonie gekrönt werden. Ooh, Baby. Das bin ich. Doch welche Überraschung bot sich, als man für dieses Amt Dario vorschlug. Überraschung, ich dachte, das wäre klar gewesen. Nicht nur als Alliierte, sondern bot ihm die Stadtherrschaft an. Ah, nice. Sie waren ihm überaus dankbar für die Lösung all ihrer Probleme. Die Marktplätze waren wieder instand gesetzt und der Handel florierte wie eh und je. Yay! Doch bevor sie die Reise weiter nach Norden, in das Land der Barbaren fortsetzten, mussten erst die Steinbrüche durchquert werden. Da kommt man noch schnell durch. Ein Gebiet, in dem sich Pilgrim, der neue Freund und Begleiter der Gemeinschaft, bestens auskannte. Das ist ein bescheuerter Name, weil ich verbinde mit die Steinbrüche immer diesen Ort, den wir hier gerade unten hier zum Florieren gebracht haben. Das hier alles, das dachte ich, wären die Steinbrüche. Naja, egal. So, okay, sehr schön. Das war doch mal eine sehr spannende Mission. Ich muss mir noch überlegen, ob ich das in zwei oder in drei Parts aufteilen werde. Das ist jetzt ungefähr eine Stunde und 10 Minuten. Kann man auch in 40-Minuten-Parts packen. Mal gucken. Naja. Vor allem gut gerechnet, eine Stunde, 10 Minuten. Egal. Ja. Deswegen hoffe ich mal, dass der Part euch soweit gefallen hat. Falls ja, dann Däumchen nach oben, kommentiert es mir und sagt es mir einfach in den Kommentaren. Ansonsten, falls nicht, könnt ihr es mich auch wissen lassen, auch durch einen Kommentar oder einen Daumen nach unten. Und, dass ich es gerade ernsthaft angeboten habe, egal. Falls ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert mich doch einfach für diese ähnliche oder auch ganz andere Projekte in Zukunft und in naher Vergangenheit oder auch jetzt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.